Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Herzlich willkommen zurück hier in, ja, der Schwarzweite. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ein neues registriertes Menü ist mir gerade... Nee, ist mir gerade gar nicht neu. Alles klärchen. Ich versuche es nämlich nochmal mit Footprints und einem entsprechenden Patch, beziehungsweise ist mehr oder weniger ein Patch, der das Ganze dann ein bisschen mehr zum Laufen bringen soll, sodass hier nichts abstürzt. So, Serdana hier mit mir in der Schwarzweide quasi, mit euch zusammen. Ja, ich habe mir überlegt, wir brauchen ja gar nicht direkt das mit diesen 30 Poponen Nierenworts zu machen, sondern wir könnten eigentlich, in der Theorie zumindest mal, hier, das erledigen, wofür wir eigentlich hergekommen sind. Und das ist ja eigentlich unser Lexikon. Das Lexikon, das sollen wir ja überschreiben nach wie vor. Aber jetzt schauen wir erstmal auf die Karte. Denn ich habe momentan, ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade ein bisschen raus. Das tut mir auch so ein bisschen leid, dass das Ganze hier sich so ein bisschen gezogen hat mit den Aufnahmen. Und hast ja nicht gesehen. Ja, und ich bin übrigens auch dankbar für den einen Hinweis mit diesem einen Secret, mit dieser Sonne. Wenn es soweit ist, ich werde da nochmal drauf zu sprechen kommen. Dort sind wir diese nämlich. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Da will ich zumindest mal irgendwie hinkommen. Ob das klappt, keine Ahnung. Das werden wir sehen. So, ja, liebe Serana, wo sollen wir lang gehen? Das ist so... Ich will ja eigentlich tatsächlich einfach mal da rein. Woher seid ihr gekommen? Was? Okay, was ist mit euch? Die wehren sich mal gar nicht. Ah, jetzt, alles klar. Jetzt greift er an, ne? Jetzt greift er an, wo sein Kumpel hier. Ich weiß nicht, vielleicht waren die beiden ja auch ein Bärchen oder sowas. Das kann auch sehr, sehr gut möglich sein. Oh. Chaurus, Schnitter hat 10, Falle widerstanden. Ja, gut, okay. Das ist so vollkommen okay. Also, ich würde aber trotzdem sagen, wir nehmen nicht alles mit. Also, sowas hier brauchen wir nicht zwangsweise. So. Da ist die Sonne nämlich schon. Und dort wollte ich nämlich das letzte Mal hin. Ich glaube, dort... Wenn wir dort hochlaufen, können wir über diese Brücke da unten, das, ja, ihr dürft jetzt auch sehen, mit diesen, ja, keine Ahnung, was das in der Luft ist, Dreck oder was weiß ich auch immer. Silent City Catacombs, ja, die, da sind wir übrigens rausgekommen, wenn ich mich recht entsinne, wenn nicht, sorry, deswegen können wir eigentlich direkt mal da oben hingehen. Vielleicht mal kurz auf den Kompass geschaut, in diese Richtung müssten wir übrigens, Serana schleicht da so rum, so ein bisschen, keine Ahnung warum. Ja, jetzt kommt sie. Alles klar. Und da hinten sehen wir auch immer noch diese riesigen Pilze. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das alles exakt darstellen soll. Aber da oben sehen wir Ranken. Naja, so eine Art Ranken zumindest mal. Ich würde jetzt auch mal schätzen, dass da oben vielleicht noch mehr von diesen pilzartigen Wesen oder Dingern sind. Vielleicht auch mal hier mal kurz das Licht. Ich höre gerade was. Könnte allerdings auch einfach nur die Musik sein. Gut, gehen wir einfach mal zu der Sonne. Und tatsächlich, ja, ich weiß nicht, ob ich es wagen soll. Wenn, vorausgesetzt, das ist diese Sonne, ja, die ihr da gemeint habt, mehr oder weniger. Aber vielleicht, bevor wir das machen, schauen wir uns vielleicht auf diese Ebene einfach nochmal ganz kurz um. Einfach nochmal so quasi hier draußen. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, ja, ob wir das Ganze dann noch überleben werden. Im schlimmsten Fall, naja. Weit ist es ja nicht gewesen, also von daher geht das schon mal. Was ist denn hier noch? Einfach nur ein Rohrsystem, okay. Huch. Ja, da. Ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ja, natürlich, ein Farmer, ein Farmer. Wie kann es denn anders sein? Wie kann es denn anders sein? So, zack. Gut, einhändig verbessert auf 75. Das ist auch sehr, sehr schön. Und wir haben eine Seele gefangen. Moment. Ja. Dann ist das Gebrutzel im Hintergrund weg. Ja, Gold sehen wir mit, das schwache Gift kann man auch mitnehmen. Zur Not können wir das immer noch verkaufen. Wie gehabt also. Gut, und dann, ich hoffe mal, das ist tatsächlich jetzt hier die Sonne. Und wir müssen jetzt nicht irgendwo oben drauf. Und dann versuchen wir es einfach. Nämlich, ihr habt mir verraten, so als kleines Secret, wo ich ehrlicherweise auch der Meinung bin, man kommt da nicht so einfach drauf. Hier einfach mit einem Fuß hoch, mit einem Fußradar auf die Sonne zielen. Und dann gib ihm quasi. Und dann sollte was passieren. So, aber... Ja, hier ist nichts weiter.
Ich weiß nicht. Fuß runter! Klong. Es sollte etwas passieren. Wow. Und ich höre es schon. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er nämlich, der Drache. Wenn man mit einem Fußradar auf die Sonne zielt, dann kommt dieser schicke Drache hier. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt klug war, diesen tatsächlich zu aktivieren. Serana ist dort, die versteckt sich, alles klar. Ja, dieser Würfel ist ja prädestiniert dafür, dass man sich das so ein bisschen in Sicherheit bringt. Die Frage ist noch, wo ist der Drache hin? Drachelein. Lieber Drache, wo bist du? Oh meine, meine, meine. Wo ist er denn hin, der Drache? Dieser Drache ist übrigens auch so eine Art Easter Egg. Also vorausgesetzt, der Drache, wo ist er denn hin? Ich finde das jetzt nicht gerade nett, dass der einfach abhaut. Beziehungsweise mal kurz vorbeischaut, Hallo sagt. Ich hätte mir ja eher schon einen Kampf erhofft oder sowas. Denn wir brauchen definitiv Drachenseelen. Fuß runter! Ich habe ihn aber auch nirgends auf dem Radar, ne? Also... Oh Mann, na gut, okay. Wenn er nicht will... Zur Not müssen wir halt später nochmal auftauchen. Serana ist hier in, ja, Hab-8-Stellung. Dann können wir aber eigentlich... ja, der Punkt, der ist bei uns, definitiv. Er war bei uns, oder? Er ist noch bei uns. Wartet mal, wartet mal. Das warte ich jetzt nicht. So, hier kommen wir hoch. Und hier drüben, also in diese Richtung, soll ein Gegner sein. Übrigens dort. Könnte das unser Zielort sein? Ich weiß es nicht, aber... nein, na schau. Ja, natürlich, natürlich. Ich bin zu schlau. Ich bin zu schlau. Aber der sitzt da unten. Warum brenne ich jetzt auf einmal? Ah, es ist Vulturiol. Vulturiol ist der liebe Drache. Naja, lieb und nett. Und es passiert nichts. Wartet mal. Haben wir vielleicht eventuell noch ein paar andere Bolzen? So, zum Beispiel. Das ist ein Feuertraffer. Da müsste Eisen eigentlich bei ihm helfen. So. Stahlbolzen des Eises. Na, herzlichen Glückwunsch. Da haben wir nur noch 4 von. Zwemerbolzen haben wir tatsächlich 38. Die machen auch ein bisschen mehr Schaden. Wir hauen dem erstmal die Stahlbolzen des Eises rein, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal weiter. Zur Not müssen wir auf die Pfeile ausweichen. Hier haben wir noch Pfeile mit 18... Ja, 18 sind die stärksten, die waren... Ne, 20, sehe ich hier gerade. Haben wir noch 33 Stück von. Okay, das ist nicht gerade so schön. Ich weiß ja, als jemand, der tatsächlich... Was? Hat's doch gar nicht mehr gebrannt. Ja, Serana, renn doch mal runter. Wo ist die überhaupt jetzt? So. Also, ich wollte gerade sagen, ich weiß natürlich, nachdem ich mich der Dämmerwacht nicht angeschlossen habe, sondern, die hat ja nicht Vampiren, fällt es mir ein bisschen schwer, an Polzen zu kommen. So, ausweichen, ausweichen, jawohl. Ja, Hm.
Vielleicht wäre es dann tatsächlich einfach mal besser, wenn wir nach unten gehen und tatsächlich mit Schwert und Bogen angreifen. Schwert und Bogen, ja, natürlich. Mit Schwert und Schild angreifen. Ich habe keine Ahnung, wo Serana gerade ist. Wahrscheinlich steht sie immer noch hinten auf dem Hof irgendwo. Also bei diesem Gebäude, da wo wir den Drachen gerufen haben. So, Schwärmerpolzen, den nehmen wir jetzt erstmal. Ja, Serana. Ach Gott. So, Serana, da unten ist der liebe Vulturiol. Zeigt euch! Ja, sie. Wisst ihr was? Ich hab die Schnüsse voll. Wir gehen jetzt nach unten. Natürlich mit Schild. Ist wohl abgehauen. Der ist nicht abgehauen. Komm mit, Serana. Wie kommen wir denn da hin? Da drüben. Der ist noch nicht abgehauen, aber eventuell tut er es auch gleich, wenn wir es nicht beeilen. Ich weiß nicht, ob er hier noch eine bestimmte... Ja, da ist er. Da ist er. Guck mal, da ist er. Ja, da unten, der Drache. Vulturiol. Wie gesagt, irgendwo, irgendeine Anspielung ist es auf jeden Fall. So, ich mache erstmal ein bisschen Licht. La 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 la. Attacke! Ja, ja, der hat. Natürlich. Ich weiß gar nicht. Gibt es eine Möglichkeit, überhaupt die Seelen von Drachen. Blöde Frage. Wir nehmen natürlich mit uns selber die Drachenseelen auf und gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn. Also werden wir direkt. Zack. Ja, es wird ihm eine Lehre sein. Wir haben Vulturiol erledigt. Und dann dürfen wir auch seine Seele haben. Was ist das denn hier? Irgendein Zeichen? Ich habe keine Ahnung. Jetzt verbrennt er gerade. Und wir nehmen natürlich seine Seele in uns auf. So. Die Drachenseele aufgenommen. Sehr, 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 sehr schön. Okay, alles klar. Das war dieses kleine Secret mit Fusroda auf die Sonne, auf diese unterirdische, künstliche Sonne schießen und dann... Ja, taucht er hier auf. Vulturiol, ein kleiner Drache. Ja. Offenbar hat er doch nicht ganz so stark. Ich habe ihn stärker eingeschätzt gehabt, wenn ich ehrlich bin. Aber so stark war er letzten Endes auch nicht. Und ich sehe, da hinten ist Poponanierenwurz. Also ich hoffe mal, dass es Poponanierenwurz ist. Nierenwurz ist es auf jeden Fall. Ja, Zwemapolzen, die auch die Einblendung könnte. Ja, danke schön. So. Poponanierenwurz. So, fehlen noch 19. 19 Stück, nicht 29, ich wollte schon sagen 29, aber 19 Stück sind es. In diese Richtung müssen wir, das ist tatsächlich der Turm da hinten und ich glaube, da gehen wir jetzt auch als erstes hin, bevor wir was anderes machen. In dem, wenn ich das sage, können wir auch hier die... Ja, ist ja... Das beides ist eine Hauptquest, sehe ich gerade. Na gut, aber wie gesagt... Wir können ja jederzeit wieder hier reingehen und ich glaube tatsächlich, das lohnt sich auch, immer wieder mal zwischendurch hier sich hinzubegeben und einfach mal die ja, Mission erledigen, wenn man welche hat. Oder halt einfach auch mal so die ganze Gegend hier erkunden. Was haben wir denn? Ja, da ist ein Eingang. Da müssen wir auch rein. Das hier sieht auch nicht verkehrt aus. So. Was auch immer das jetzt sein mag. Es sind wieder mal kleine Häuschen. Die sehen wir uns vielleicht erstmal an. Farm Overseer's House, ja. Farm, ne? Farm ist Farm, wisst ihr ja. Serana, hast du deinen Freund mitgebracht? Ist, ja, ist in Ordnung. Was haben wir denn hier Schönes? Haben wir überhaupt, ist hier überhaupt irgendwas Interessantes? Das ist wohl eher die, hoch, die bessere Frage. Das Kleberschwanz könnte behalten. Den da auch. Ja, den Bogen. Ne, könnte auch behalten. Das Einzige, was wir vielleicht mitnehmen, ist das hier, Zaubertrank der höchsten Heilung und Zaubertrank der starken Magier. Serana. Ja, ja, ja. Serana macht ein wenig Krach. Wir gehen mal... Das sieht schon seltsam aus mit diesem blauen... Was? Ah ja, okay. Ein Aschehäufchen. Lohnt sich nicht wirklich. Okay, hier in dem Haus ist nichts, wollte ich schon sagen, aber hier ist noch eine Truhe. Natürlich, die öffnen wir erstmal und dann nehmen wir sie mit. So.
Was haben wir denn? Ebenerzschild. Ja, können wir einstecken. So, Gold, die kleine Twema-Metallplatte, die lassen wir da. Orkische Pfeile, nehmen wir mit. Ja, da hinten ist auch noch was. Alles klar. Noch eine Truhe, natürlich. Jetzt sind sie natürlich auch an der Wand. Was heißt natürlich? So natürlich ist es auch wieder nicht, aber diese Twema-Truhen, die gehen halt auch an die Wand. Also, das ist das Schöne. Stylische. In meinen Augen auch praktische. So. Amulett von Akadosh, das haben wir gerade mitgenommen. Magika regeneriert sich 25% schneller. Es ist für Magier, denke ich mal. Optimal sowas. Wie gesagt, für Magier. Ich bin jetzt kein Magier. Aber auch ich sehe dann die Vorteile da drin. Es sollte man mal sauber benutzen. Oder sollte man sich zum Beispiel mit den Zaubern heilen. Während es hier gerade, ich sehe es, überhaupt nicht reingeht. Das ist zusammengestürzt. Schade. Oh. Das ist zusammengestürzt. Da geht es nicht rein. Auch vielleicht... Nein, nicht so wirklich. Da kommt man höchstens noch hoch. Ja, da... Ja, nee, ich glaube nicht, dass da oben noch was ist. So, und hier findet man vielleicht noch den Tod. Das kann gut möglich sein. So, hier vielleicht noch? Nein, auch nicht. Definitiv nicht. Ich höre einen Wasserfall. Ah ja, da. Alles klärchen. Da ist so eine Art Wasserfall. Da hinten ist nochmal Purpurn und Nierenwurz. Und dort hinten... Ich weiß gar nicht... Ihr dürft jetzt auch sehen, dieses ja, leicht glühende irgendetwas mit dem Dampf oben drüber. Das könnte ein Lagerfeuer sein? Oder was soll das darstellen? Vielleicht irgendein Ort der Falmer? Genau das gleiche dort. Da sehen wir zumindest mal den Dampf und so ein leichtes oranges Licht. Aber, ja. Wir gehen trotzdem erstmal hier lang. Natürlich gehen wir erstmal hier lang. Oben wieder das Licht. Ach, das Licht, sage ich schon. Das Gesicht. Ja, da ist übrigens auch das Licht, genau. Nein, das Gesicht, meinte ich. Das Gesicht. Irgendwie so ganz typisch. Also, ich finde es zumindest mittlerweile ganz typisch für die Twirma. Denn auch die Rüstung. Die Twirma-Rüstung, der Helm davon, der sieht ja genauso aus. So, ja. Der Turm von Mzark. Mzark. Dort begeben wir uns jetzt mal hin. Okay. Und dann sind wir wieder irgendwo anders. So, hier. Überschreibe das Lexikon. Das heißt, wir sind tatsächlich unserem Ziel, zumindest mal was das Lexikon angeht, immer näher. So, hier. Gewöhnlicher Sehnstein. Nehmen wir natürlich mit. Ein Stuhl. Den könnten wir benutzen. Haben wir hier unbeschädigte Bücher irgendwo? Hier ist übrigens noch einmal so ein Zwergenhelm. Gewicht 12. Ja, ich steck's erstmal ein. So. Das sind alles nur beschädigte Bücher. So, okay. Ja, ich guck deshalb, weil so ein bisschen genauer hin, weil ich ja nicht unbedingt in die Verlegenheit kommen möchte, irgendwas dann zu übersehen, was die Bücher angeht. Ne? Ich meine, auch wenn ich es jetzt quasi... Erstmal nur einstecke, mehr oder weniger. Aber auch ich lese mir die ja selber dann später nochmal durch. Also sprich hinterher, nachdem ich diese Aufnahme hier immer quasi gemacht habe, wenn es dann irgendwas zu lesen gab. Vieles vergesse ich wieder, ist auch klar, ne? So, Essenz der Stärke nehmen wir mit. Rolle des Kerzenscheins, okay. Ein Trankmischerbeutel. Na gut, okay, den tun wir außersehens mal leer machen. So ganz außersehens natürlich. Die Zutaten können wir gebrauchen. Also nicht, dass das jetzt vielleicht falsch rüberkam bei euch. Natürlich, die Zutaten kann ich eigentlich immer gebrauchen. Alchemie ist schließlich etwas, ich würde mal sagen, Grundlegendes. Wenn man es schlau genug anstellt, kann man durchaus wirklich mächtige Zaubertränke herstellen. So, Schlossknacken verbessert auf 82, sehr gut. Amulett von Talos. Die Abklingzeit nach einem Schrei vermindert sich um 20%. Ist natürlich auch gar nicht so verkehrt. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, die Schreie im Moment nutze ich sie eher weniger. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung, das kann jeder für sich beurteilen. So, Drosseleier, Zweiklingsaft, okay.
und ein Distelzweig. Ansonsten scheint hier hinten, ja, Zaubertrank der höchsten Heilung, aber ansonsten, Moment mal, ist das, das könnte ein Buch sein, was wir lesen können. Ja, genau, die Herausforderung des Waffenschmieds. Ja, Schmiedekunst verbessert, natürlich. Von Mymophonos, ja, okay, und ihr wisst Bescheid, Leute, ne? So, nehmen wir natürlich mit, logischerweise, und dann können wir, glaube ich, diesen Raum hier sogar schon verlassen. Ja, liebe Sarana, hier scheint es nichts weiter zu geben. Okay, diese Streifen... Oh. Da schubst sie wieder. Da schubst sie wieder, die alte Troller. So, diese Streifen da oben, ich glaube, das ist auch nur Zierde. Ansonsten dürfte hier tatsächlich nichts weiter sein. Twirmurne. So, und wo sind wir jetzt hier? Eine riesengroße Kugel. Ich tue einfach nochmal das Licht erneuern. Nur für den Fall, dass jetzt Gegner auftauchen. Ich glaube, diese Symboliken, also was heißt die Symboliken? Hier, diese... Moment mal, die erinnern mich so ein bisschen, also diese blauen Kreise, die erinnern mich ein bisschen an diese Scherben. Also, wovon wir ja schon eine gefunden haben. Es muss ja noch mehr geben, das ist mal klar. Das hat man, glaube ich, schon festgestellt. Aber das hier erinnert mich stark daran. Ja, natürlich. Und ich gehe auch erst einmal die Seite entlang, wo es gar nicht lang geht. Auch so ganz, ganz typisch für mich, aber gut. Dann wissen wir wenigstens, dass dort nichts weiter ist, was wir übersehen können. Ist ja auch nicht verkehrt, oder? So, was haben wir hier? Das sind Zahnräder. Also hier wird gleich irgendwas passieren. Spätestens, wenn wir irgendwo das Lexikon einsetzen, vorausgesetzt, wir müssen es einsetzen. Es ist nur die Frage, was wird passieren. Da ist ein Stuhl, das ist schön. Hier sind auch Stühle und hier Lexikonhalter aktivieren. Was ist das denn? Schalter, Schalter. Ah, wir dürfen wahrscheinlich gleich wieder Rätsel raten. Das könnte etwas vielleicht mit diesem Stein da oben zu tun haben. Eventuell müssen wir da Licht machen. Wir werden es gleich rausfinden. Ich mag mich nur noch mal kurz hier unten umschauen, also auf dieser Ebene. So. Aber auch hier scheint nichts zu sein, oder? Hier ist noch ein Tisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier tatsächlich auch geforscht wurde. Und schaut mal hier, Tagebuch von Drogt. Und ich glaube tatsächlich, das werden wir jetzt direkt mal lesen. Ich war nie einer, der über sein eigenes Leben schreibt. Die Königspriester von einst verdienen zwar, dass ihre Geschichte erzählt wird, aber Drogt ist ein einfacher Mann. Deshalb ist dies hier kein Tagebuch und ich erzähle auch keine Geschichten. Aber diese teuflische Maschine hat sich in meinem Hirn festgesetzt und ich werde erst gehen, wenn ich es kapiert habe. Der ganze Mechanismus ist so leblos wie ein toter Horker, wenn er den Kasten nicht hat. Erst als ich den Kasten ins Loch getan hatte, ging das Gerät an. 5 Ringe, aber nur 4 Knöpfe? Die meisten davon funktionieren sowieso fast nie. Wenn die Lichter in einer Reihe stehen, öffnen sich mehr, aber das scheint auch nichts zu nützen. Bewegt sich nur irgendeine andere verdammte Sache. Der alte, verlauste Gachi, der mir den Würfel verkauft hat, sagte, das Licht durch das Wissen, durch die Maschine ruht auf dem Würfel. Daran kann ich mich erinnern, weil ich das wiederholen musste, bis ich ihn erwürgen wollte. Was ich dann auch tat. Habe versucht abzuhauen, aber oben Wölfe und diese augenlosen Missgeburten draußen vor dem Turm. Muss hier bleiben, bis ich es richtig kapiert habe. Und ich werde es kapieren. Okay, also tatsächlich hat das Ganze hier mit Licht zu tun. Ja gut, Holzkohle kann man außerdem mal einstecken. Den Stahldolch auch. Ein kleines Rätsel. Ein kleines Lichträtsel, so wie sich das für mich jetzt angehört hat. Was haben wir hier? Da geht's gleich. Ja, hier kommt, glaube ich, dann nach draußen. Himmelsrand, jawohl. Da geht man nachher hin, würde ich mal sagen. Vorausgesetzt, wir schaffen es, das Rätsel zu lösen. Logischerweise. Und jetzt glaube ich, tatsächlich lasse ich einfach mal ja, das Licht aus von unserem Zauber und wir setzen einfach mal hier. Okay. So, jetzt ist die Frage, was machen wir?
Irgendwie passiert gerade. Ah ja, jetzt. Okay, da passiert nichts oder er will es nicht machen, das weiß ich nicht. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, was hier passiert. Irgendwo muss es doch einen Hinweis darauf geben. Eventuell müssen ja da unten... Ja gut, ich wollte schon sagen, da unten diese blauen Kreise mit denen da oben übereinstimmen irgendwie, aber... es könnte auch durchaus sein, dass das gar nicht der Fall ist. Und warum funktionieren die hier nicht? Das Ganze offenbar nur rückwärts. Hat es vielleicht etwas damit zu tun? Leute, ich habe absolut keine Ahnung. Ich meine, das ist nicht unbedingt das erste Mal, aber tatsächlich ist es das erste Mal, dass ich, ja, kein bisschen Ahnung habe, wie ich das Ganze hindrehen könnte oder soll. Sonst hat man ja immer irgendwie noch so einen kleinen Anhaltspunkt oder eine kleine Idee. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht was damit zu tun hat oder eben tatsächlich mit denen da oben. Ich weiß auch nicht, ob sich da unten jetzt irgendwas geändert hat. Ja, natürlich hat sich was geändert. Das ist ja eine riesengroße Kugel. Ich habe vielleicht, eventuell müssen wir auch unten irgendwo dann rein. So, und jetzt wissen wir auch, warum hier die Zahnräder sind. Eben für diesen riesengroßen Mechanismus, der diese Kugel, diese riesengroße Kugel hier bewegt. Schaut mal hier. Hier haben wir tatsächlich so einen großen Kreis mit drei kleinen. Das ist, soweit ich das gesehen habe, auch... Ist das der einzigste? Oder eventuell da drüben? Könnte auch noch einer sein. Wir gehen aber am besten mal... Ja, hier ist mit einem... Das Ding, wartet mal, das Ding hat quasi gar keinen. Oh mein. Puh, ich glaube tatsächlich, das könnte ein bisschen länger dauern, bis ich das Ganze hier gelöst habe. So, ich schaue nochmal ganz kurz hier rein. Ich bin in einem... Er hat mich zu einem Twim-Mob, in dem sich eine Schriftrolle der Alten befindet. Ich selbst ist die Mikal, aber ich sollte dort mittels einer Maschine deren Inhalt in ein Twim-Lexikon übertragen. Ja. Weil hier kann ich gar nichts drücken, ne? Das ist es nämlich... Wahrscheinlich immer noch nicht.
Oh. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Ist das, ja, schau mal einer an. Das Lexikon, das scheint arretiert zu sein. Wir haben die dritte Option hier. Ich drücke einmal drauf. Da war ich wohl nicht schnell genug, okay. Gerade eben hat das doch blau gefunkelt. So, in etwa jetzt. Sollen wir das jetzt hier rausnehmen, oder was? Runenverziertes Lexikon hinzugefügt. Ja, gibt Septimus das Lexikon? Okay, alles klar. Aber ich mag mir das Ding da in der Mitte anschauen. Ich glaube, das ist unsere Schriftrolle der Alten. So, Schriftrolle der Alten. Jawohl. Schriftrolle der Alten, Drache hinzugefügt. Alles klar, Abschluss. Bringe beide Schriftrollen der Alten zu Dexion. Natürlich, Dexion, ja, wir wissen, wo wir hin müssen. Nämlich, ja, zu Serana quasi nach Hause. Ob das dann gut geht? Serana, wo bist du überhaupt? Naja, alles klar. Wir haben also die Schriftrolle der Alten. Und wir haben das Lexikon überschrieben. Also zumindest mal diese Aufgaben haben wir erledigt. Jetzt ist die Frage, was machen wir gleich als nächstes? So, Dorm von Sark entdeckt. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Ja, so richtig schön neblig, wie ich hier gerade sehe. So. Und ihr seht es hier zumindest so ein bisschen. Footprints. Es bringt schon ein klitzekleines bisschen was, ne? Ist natürlich großartig jetzt noch nichts eingestellt, aber gut. Jut, wo sind wir denn jetzt eigentlich jetzt hier rausgekommen? Ist das tatsächlich dieses eine... nee, ist das. Also dieser eine Aufzug quasi, den wir von außen gesehen haben, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist der andere Aufzug, den wir überhaupt nicht gesehen haben. Das finde ich ein bisschen schade. Den haben wir aber auch schon leer geräumt hier, offenbar. Also, das Ganze hier ringsrum. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir den Cut. Ich meine, wir haben immerhin eine Schriftrolle der Alten bekommen. Damit haben wir zwei, alle beide in dem Moment. Wir brauchten ja nur zwei. Und wir haben auch das Lexikon überschrieben für Septimus, also für einen Septimus. Entsprechend können wir das auch zu ihm dann bringen. Ich glaube, das werden wir auch als nächstes dann machen. Und ich würde mal behaupten, gar nicht mal so verkehrt. Gut, Leute, ihr wisst Bescheid. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Ist mal ganz klar. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was passiert, wenn wir das Lexikon abgeben, würde ich mal sagen, jetzt beim nächsten Mal dann einfach wieder einschalten, wenn es weitergeht mit... Lass uns nach drin gehen oder in eine Höhle. Nur weg von hier. Ja, nur weg von hier. Beim nächsten Mal, Serana. Bis dahin, Leute. Ciao.